Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario World. Okay, machen wir mal hier weiter. Hab ich nicht. Okay. Eine Feder. Ah, gut. Zum Rennen wird sie sicherlich nützlich. Aber ich kriege ja nicht genügend Schwung. Als auf dem Boden. Ach toll. Nummer 1. Das ist hört für Mario, das Hochkommen. Hoch. Ach, wie komme ich nochmal? Geht doch. Nummer 2. Ducken. Okay, das ist eine Stelle, wo ich eventuell nochmal Yoshi hochkäme. Ach toll. Nicht zu weit runter. Dich nehme ich mir mehr mit. Und nach oben. Okay, aber irgendwie muss es ja hochgehen. Ich muss Yoshi hier lassen. Autsch. Da oben ist definitiv eine Röhre. Aber mit den beiden Blöcken kann ich nichts machen, mit den noch leeren blauen Feldern. Springe ich noch auf Yoshi. So, jetzt wird die Zeit auch wieder knapp. Ach. Eine Sprungfeder. Und rein da. Ein Ausgang. Müssen das eh noch machen. Der führt uns zur Star Road. So. Nochmal von vorne das Level. Eine Feder. Und ab nach oben. So, darum geht es ja auch noch weiter. Ich gehe mal hier hin. Yoshi Coin Nummer 3. So. Hier ist nur eine weitere Feder. Hoch. Und Jump. Achso, hier geht's weiter auch. Ach, hier ist auch so eine. Denn das? Ach, hier. Zack. Mitgenommen.
Jetzt geht's nach oben, Mario. Ab durch die Röhre. Und nochmal ein normaler Ausgang. Aber der führt diesmal zur Röhre. Ja, das ist schon mal gut. Würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal ein paar Punkte weiter von hier. Gut, jetzt haben wir erstmal diesen kleinen Pfad von drinnen. Draußen müssen wir natürlich auch noch weitermachen. Hier. So, gehen wir mal hier hin. Au. So. Federchen. Ah. Yoshi-Coin-Yacht hier auf der Brücke. So. Wieder einfach die Sägen kommen. Ah! Ist ja wohl klar. So, Bild. Ach, du liebst bisschen. Autsch. Ach. Wirklich jetzt. Also. Weiter, weiter, weiter. Ach nein. Echt, war diese Kreissägen, die sind echt. Die normalen Ketten. Die Sägen, die sind wirklich. Oh, die sind wirklich gefährlich gerade. Oh, ich habe hier keinen Boden, außer die Plattform. Autsch. Ach du liebes bisschen. Da geht's zum Checkpoint. Das ist für ein Yoshi. Oh. Okay. Kugel wie die Haufen. Oh.
So, aber ich glaube, die Stelle für Yoshi sollten wir ausnutzen. Guck doch an, wohin sie uns führt. So. Aber dafür brauchen wir einen Yoshi. Und er ist rot. Federn, Yoshi. Weiter geht's. So. Da ist direkt die Brücke. Ach du Heiliger. Irgendwie mag mich die Brücke nicht. Okay. Da ist die Yoshi-Stelle. So. So, und wieder zurück. Zack. Oh. Die letzte Yoshi-Coin. Noch eine Yoshi-Coin. Aber ich muss auch auf die Gegner aufpassen. Das Level ist ja schon abgeschlossen. Ist jetzt quasi. Und weiter. Bring! Direkt die Cookie Mountain. Also, wenn ich direkt durchs erste Ziel gegangen bin. Aber wir müssen hier noch was anderes finden. Dankeschön, Yoshi. Ah, nein! Definitiv brauchen wir noch den Secret-Ausgang von diesem Level. Das Gute ist, wir müssen uns nicht mehr durch die ganze Area dadurch schleifen. Aber wir haben auch ein paar One-Ups kassiert. Oh nein, Mario ist langsam, ne? Blulup. Oh nein. Nein! Nein. Ah. Haben wir fast vollständig durchs Level geflogen. Aber diesmal nehme ich mir am besten den Checkpoint. Und jump. Okay. Ich sagte, diesmal nehme ich mir den Checkpoint. Zack. Dann haben wir schon mal diesen kleinen Teil des Levels durch. Auch doch nicht die Seite wechseln. Und hoppala. Halt. Ziel.
Das war das Hauptziel. Das war nicht das, was ich wollte. Rechts, rechts, rechts. Es zeigt definitiv was an, was hinter dem Ziel ist. Und da müssen wir hinkommen. Dahinter müssen wir hinkommen. Aber jetzt haben wir nochmal das Hauptziel durchquert. Jetzt brauche ich wieder Flugkraft. Oh. Oh, Mann. Das war nicht so gelaufen wie geplant. Hier ist er direkt Yoshi. Punkt. Jetzt muss ich jetzt mal rüber. Aber wohin das untere für mich führt, das weiß ich nicht. So. Ich bin hinterm Ziel. Und hier ist noch eins. Und ein Mond. Zwei Ziele und ein Mond. Jetzt bin ich aber hier durchgegangen. Soda Lake. Ja, also okay. Wir haben jetzt hier diesen Punkt hier. Ja, müssen wir von Welt 3 hier fortfahren. Auch. Einmal natürlich beide Wege zum Schloss Nummer 4. Oh, das ist die Festung. Ja. Noch Fisch. Ja. Bei der nächsten Folge fahren wir hier fort. Im Soda Lake. Und die Cheese Bridge Area ist fertig. Und damit, falls es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Like da und ein Abo, um nichts mehr vom Kanal zu verpassen. Bis dahin, alles Gute, haut rein. Ciao.